Herzlich willkommen, liebe Investoren. Am Sonntag haben wir miteinander über die Halbleiterbranche gesprochen und ich habe euch gesagt, dass meiner Meinung nach diese Branche nicht nur in den kommenden Monaten, sondern auch in den kommenden Jahren sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus politischer Sicht besonders interessant ist. Und deswegen ist das für mich eine absolute Wachstumsbranche. Ich lade euch sehr herzlich ein, guckt euch diese Ausgabe an, dann versteht ihr nicht nur, warum Halbleiter besonders interessant sind, sondern ihr versteht auch, dass Halbleiter nicht Halbleiter ist, sondern dass da Untersegmente gibt. Und ich habe euch auch gesagt, welche Untersegmente in dieser Halbleiterbranche aus meiner Sicht besonders interessant sind, wo man ganz besonders hinschauen sollte und könnte, blenden wir euch auch in der Infobox ein. Ich hatte euch aber auch in der Ausgabe von gestern gesagt, dass ich heute sehr gerne mit euch über einen Einzelwert sprechen möchte, aus fundamentaler Sicht, was eine potenzielle Investition ist. Und dann wollte ich euch auch noch einen Trade in dieser Branche zeigen, rein technischer Natur. Folgendes ist für mich ganz wichtig. Ich weiß, dass viele Investoren das Gefühl haben, okay, also wenn wir über eine Aktie sprechen, dann muss es irgendwas sein, was keiner kennt. So ein aufstrebendes Unternehmen, am besten in einem Land, was auch gar keiner kennt, am besten mit gar keiner Marktkapitalisierung, weil es ja besonders hochschießen muss. Da bin ich kein großer Freund davon. Ich mag es, wenn ich ein Unternehmen kenne, wenn es schon es eine Weile gibt, wenn man sehr gut sich darüber informieren kann. Denn diese Halbleiterbranche ist ja in den letzten Wochen und Monaten extrem stark gestiegen. Und ich habe euch auch in der letzten Ausgabe gesagt, wir haben vor ein paar Wochen nochmal Nvidia gekauft. Nvidia ist ja allein in 4 Wochen fast 30% gestiegen. Und deswegen müssen wir jetzt nochmal ins Regal schauen und gucken, was ist denn da eigentlich noch günstig. Und deswegen ist es jetzt nicht die sexyste Aktie, die man vielleicht kaufen könnte. Allerdings, ich sage euch immer wieder, zwei Sachen sind im Jahr 2021 besonders interessant. Gewinnwachstum innerhalb kurzer Zeit, das kann dieses Unternehmen meiner Meinung nach liefern. Und es wäre hilfreich, wenn das Unternehmen günstig bewertet ist. Eins kann ich euch vorab sagen, erwartetes KGV von 10 spricht für günstig und das in der Halbleiterbranche. Das spricht mich schon mal an. Allerdings, und das wäre jetzt wirklich redundant, das nochmal zu erklären, in diesem aktuellen Umfeld ist Gewinnwachstum besonders wichtig. Und deswegen will ich euch zeigen, warum diese Aktie besonders interessant ist und warum diese Aktie das Potenzial hat, im Jahr 2021 den Gewinn zu steigern. Und damit legen wir los und ganz langweilig, Western Digital ist die Aktie. Werden die meisten von euch kennen, zumindest wenn man sich schon mal eine externe Festplatte davon gekauft hat. Und jetzt werden viele von euch sagen, das ist ein Halbleiterunternehmen. Wohl wahr, es ist ein Halbleiterunternehmen. Jetzt stelle ich euch einmal kurz das Unternehmen vor und dann würde ich euch gerne erklären, warum meiner Meinung nach die Gewinnsteigerung wichtig ist. Und dann zeige ich euch den Chart, denn ich finde, es ist auch vom Timing her durchaus interessant, wo sich aktuell Western Digital befindet. Denn auch als Investor kann man sehr gut mit dem Chart arbeiten und ihr wisst, nicht nur fundamental, die Hintergrundarbeit ist meine Stärke, sondern auch Eingriffspunkte im Chart zu finden. Beides miteinander verbunden. So, jetzt legen wir los. Und Folgendes muss man dazu wissen. Western Digital hat zwei Säulen, mit denen das Unternehmen den Umsatz generiert. Die erste Säule oder grundsätzlich verkauft Western Digital Speichermedien. Das kann man ganz klar sagen. Zum einen verkaufen sie klassische Festplatten, also die sogenannten HDD-Festplatten oder die SSD-Festplatten. Und für diejenigen, die sagen, sagt mir nichts, wenn ihr mal einen PC habt, was ein bisschen älter ist. Wenn man früher auf der Festplatte geschrieben hat, dann hat es immer so schön gerattert. So. Das sind die älteren HDD-Festplatten. Und dann gibt es so die Weiterentwicklung, das sind die sogenannten SSDs. Das sind auch klassische Speichermedien, die arbeiten aber effizienter, die sind schneller, die haben nicht diesen klassischen Kopf. So, das ist das eine, was sie machen. Und dann gibt es ja die neueren Festplatten. Und das sind die sogenannten NAND-Flash-Festplatten. Das sieht man klassischerweise in allen Smartphones, in allen Tablets, in allen Chromebooks, in sehr vielen Notebooks, mittlerweile 80% aller Notebooks und sogar
angeblich 30% aller PCs sind auch mit diesen NAND-Flash-Speichermedien belegt. Nun ist es so, dass das Unternehmen in etwa 50% des Umsatzes damit macht und 50% des Umsatzes mit den klassischen Speichermedien. Wobei diese Festplatten machen, muss ich genau sagen, 30% aus und dann machen sie nochmal 20% mit den klassischen Karten, die man kennt, mit denen man auch speichern kann. 50-50. Eins muss man hier wissen. Western Digital war in diesem Bereich überhaupt nicht stark, das haben sie komplett verschlafen, haben aber 2016 SanDisk übernommen, das muss ich noch hinterher schieben, und dadurch konnten sie nämlich in diesem Segment dann ihre Position stärken. So. Dann ist es so, dass im klassischen Speichermarkt ist es so, dass der SSD-Markt jährlich um etwa 15% steigt. Und wir sehen auch, dass es ein Shift gibt von den klassischen Speichermedien in Richtung SSD. Das ist das eine. Das andere, was man wissen muss, ist, wenn man sich das mal so nach Segmenten anschaut, dann sieht man Folgendes. Jetzt kommt schon so das Erste, wo man sagen muss, das ist ja vielleicht irgendwie doch nicht so toll. Nämlich, wir haben, ich glaube, wenn ich jetzt wieder anfangen will zu schreiben, dann ist das hier drüber. Dann lasst mich das mal so dahin legen, lasst mich das groß machen. So, folgendermaßen, die machen im letzten Quartal, muss man sagen, haben sie etwa 0,8 Milliarden, also 800 Millionen Umsatz gemacht mit den sogenannten Data Center Devices. Das ist, das sind die Cloud Data Center, die sich für diese Festplatten interessieren. Und man sieht, dass der Umsatz um 50% zurückgegangen ist. Das ist typischerweise aufgrund der Covid-19-Pandemie. Und das ist etwas, was wir grundsätzlich im Markt sehen. Anders gestaltet sich das Ganze, wenn man dann bei den Endgeräten schaut. Da ist es so, egal ob es bei den Solutions oder bei den Devices, da sind die Umsätze nach oben gegangen, sodass man insgesamt im letzten Quartal gegenüber dem Vorjahr plus 7% Umsatz gemacht hat. Und der Gewinn war auch deutlich über den Erwartungen. Allerdings war der Gewinn übergeordnet stagnierend. Diese deutliche Steigerung kommt natürlich dadurch zustande, weil es so viele PCs gekauft worden sind, wie seit langer, langer Zeit nicht mehr. Und weil so viele mobile Endgeräte gekauft worden sind, wie seit langer, langer, langer Zeit nicht mehr. Zuletzt hat CNBC darüber berichtet, dass PCs ihr bestes Quartal hatten seit 2015, nämlich im ersten Quartal 2021. Absteigend und dann maximal nach oben gegangen. Und deswegen muss man Folgendes sagen. Ja, die einen Daten sehen gut aus, nämlich was die Flash-Speicher angeht, was die PC-Seite angeht, was das mobile Gaming angeht, aber das Unternehmen sagt selbst, dass es einen Shift geben könnte und dass die Steigerungen kurzfristig erstmal eine Stagnation sehen könnten. Jetzt müsste man sagen, warum sollte man jetzt ein Unternehmen kaufen, was von der Pandemie profitiert hat, allerdings aber die Pandemie jetzt zu Ende geht und sie womöglich weniger Umsätze generieren könnten? Dazu muss man Folgendes auch noch wissen, was auch nicht gerade für Western Digital spricht, nämlich dieser Markt ist extrem stark umkämpft. Also wenn ich euch zum Beispiel die Anteile der Umsätze in diesem Markt zeige, dann seht ihr nämlich Folgendes. Der größte Player ist und bleibt Samsung. Samsung macht nämlich ein Drittel des Marktes aus. Und Toshiba macht etwa 20% des Marktes aus. Und auf Platz 3 folgt Western Digital mit etwa 15% des Umsatzes. Nun ist es so, sowohl Samsung als auch Toshiba, als auch Western Digital, als auch Micron, von denen weiß ich das, die
steigern derzeit ihre Produktion in diesem Bereich und man geht davon aus, dass es zwischen 5-10% mehr Speicher geben wird im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt. Das heißt, es handelt sich hier nicht um ein Unternehmen, bei dem man sagen kann, oh Mensch, aber die machen da was ganz, ganz, ganz Tolles, was kein anderer macht. Nö, darum geht's nicht. Sondern die sind in einem durchaus sehr umkämpften Markt und trotzdem haben sie sich ihren Platz erkämpft. Und diesen Platz konnten sie auch in den letzten Jahren behaupten. Und wenn wir von den Flash-Speicherplätzen einmal weggehen und zu den herkömmlicheren Festplatten übergehen, dann sehen wir nämlich Folgendes. Es ist nicht nur so, dass der Gesamtmarkt für Festplattenspeicher übergeordnet wächst, sondern wir sehen auch, dass der Anteil dieser sogenannten SSD-Festplatten immer weiter steigt und hier ist Western Digital durchaus stark repräsentiert und es ist durchaus ein Wachstumsmarkt. Jetzt ist die Frage, also welche Position haben Sie denn in diesem Segment? Sind die jetzt relativ groß oder sind sie klein? Können sie verdrängt werden, ja oder nein? Da würde ich euch gerne Folgendes zeigen. Und zwar, Western Digital hat laut IHS Market einen Marktanteil, was auch bei den Festplatten, bei SSD, auf Platz 2 liegt. Auf Platz 1 ist nämlich wieder Samsung und auf Platz kommt wieder Western Digital. Das heißt, es ist nicht der größte, allerdings ist es ein etablierter Teilnehmer am Markt, der jetzt auch zuletzt neue Produkte entwickelt hat und die auch sehr erfolgreich angelaufen sind. Also fassen wir mal zusammen. Wir haben ein Unternehmen, was in einem heiß umkämpften Markt aktiv ist, bei dem Output steigt, bei dem auch noch gleichzeitig die Nachfrage nach den mobilen Endgeräten, aber auch nach PCs nicht mehr so stark steigen sollte. Und wir haben ein Unternehmen, was bei den sogenannten Datacentern weniger Umsatz macht. Ja, bist du des Wahnes nackte Braut, Hamid? Warum willst du überhaupt diese Aktie kaufen? Ich will sie nicht nur kaufen, sondern ich habe sie sogar gekauft, kann ich euch sogar sagen. Das habe ich am Freitag gemacht und ich habe das als Erweiterung durchgeführt, denn wir haben einen Hauptkonkurrenten von Western Digital vor, ich will nichts Falsches sagen, ich gucke schon zu MJ rüber. MJ, weißt du, wann wir Micron gekauft haben? Das muss im Juli gewesen sein, letztes Jahr. Im Juli. Nico, können Sie sogar nachgucken, genau wann wir gekauft haben? Also, wir haben den Konkurrenten seit, jetzt sagen wir mal, fast 9 Monaten, sind ungefähr 80% damit vorne. Nico nickt. Ende Juli. Also, seit Ende Juli haben wir Micron und es ist sozusagen eine Erweiterung, weil wir in dem Bereich aktiver werden wollen. Micron hat übrigens zuletzt gesagt, dass sie davon ausgehen, dass sie sehr gute Zahlen bringen werden. Und sind mit der Geschäftsentwicklung sehr zufrieden. Wenn ein Konkurrent zufrieden ist, dann ist es in der Regel so, dass der Gesamtmarkt davon profitiert. So, jetzt bleibt aber immer noch die Frage, warum finde ich diese Aktie so interessant? Nicht nur, weil sie günstig ist, sondern ich gebe zu, man muss schon ein bisschen ein Freak sein. Und doch ist es so, ich höre mir ja total gerne die Pressekonferenzen an. Da könnt ihr einfach auf die Investor Relations Seiten der Unternehmen gehen. Und dann kommen dann halt die Goldman Sachs und die Citigroups und die Morgan Stanleys und die stellen dem Unternehmen Fragen. Und die ganze Zeit haben sie bei der letzten Pressekonferenz nur eine Frage gestellt. Und zwar Marge, 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 Marge. Die operative Marge des Unternehmens, Gross Margin, so muss ich richtig aber sagen, liegt ungefähr bei 26%, bei den NAND Flash und bei den SSD bei 25,5%. So roundabout. Das Unternehmen geht aber davon aus, dass diese Marge steigen könnte und sie gehen eher davon aus, dass das im dritten Quartal dann besonders stark gehen sollte und dass das anhalten könnte. Und zwar, dass sie das Potenzial haben, eine Marge von 30% zu erreichen. Ach so. Das ist natürlich total interessant. Denn in dem Augenblick, in dem das Unternehmen die Gewinnspanne steigern kann, dann wird es besonders interessant. Also habe ich mich mal auf die Suche gemacht und habe mich gefragt, ja, ist es denn etwas, was das Unternehmen behauptet? Oder ist es auch noch etwas, was irgendjemand anders behauptet, dass das tatsächlich der Fall ist? Und es gibt eine Studie, sogar vom März dieses Jahres
Und da heißt es, dass die Preise zwischen 3-8% steigen könnten. Und in dem Augenblick, in dem wir mit steigenden Preisen es zu tun haben, obwohl das Angebot steigt, dann ist es tatsächlich auch möglich, dass das Unternehmen mit der höheren Marge auch einen höheren Gewinn erwirtschaftet. Und wenn der Gewinn kurzfristig steigt, sage ich euch ja seit Wochen, dann finde ich das Unternehmen interessant, gerade dann, wenn dann auch noch das Unternehmen günstig ist. Jetzt muss man eins sagen, Western Digital hat sehr gute Übernahmen durchgeführt und ist, was die Bilanz angeht, okay, hat jetzt nicht die aller perfekte Bilanz. Die Eigenkapitalschuldenquote beträgt etwa 50% oder die Verschuldungsquote beträgt 50%, sagen wir es so. Und es gibt Unternehmen, die haben eine niedrigere Verschuldungsquote. Trotzdem ist es so, dass die Bilanz, auch die kurzfristigen Cash- und Cash-Äquivalenten sehr gut sind, dass es kein Unternehmen ist, was jetzt die aktuellen Geschäfte nicht bedienen kann, sondern die sind, was Cashflow angeht, positiv. Die haben zuletzt wieder Schulden abbauen können, was ich für ein Unternehmen interessant finde. Also günstig und kann den Gewinn kurzfristig steigern. Und damit kommen wir zu den erwarteten Quartalszahlen, denn Western Digital wird, jetzt bin ich am falschen Fuß erwischt worden, ich glaube am 28. April, wir schreiben das nochmal, MJ und Nico gucken nochmal nach, ich sag's euch gleich, ich bin mir relativ sicher, dass der 28. ist, aber ihr kriegt jetzt gleich die richtigen Zahlen. Western Digital hat angekündigt, ein EPS, also Gewinn pro Aktie, von 55 bis 75 Cent. Die Analysten haben 65 Cent erwartet. Also das ist jetzt, die Zahlen sind noch nicht da. So, das heißt, das ist eine ziemlich breite Range, die sie aufgefasst haben. Ihr müsstet das mal sehen. MJ hat das jetzt auf sein iPad so groß geschrieben und hält mir das so hin. 29. Habe ich doch gesagt, 29.04. Habe ich es gesagt, 29.04. Ich liege immer richtig. Gut, okay. Entschuldigung, ich hätte den 28. gesagt, die Zahlen kommen am 29. So, 55, das finde ich ziemlich breit gefasst. Interessant fand ich, also Western Digital hat mal im August 2020 war es, da haben sie mal 16% am Stück abgegeben. Da kamen sie nämlich raus und haben okaye Zahlen rausgebracht für das vierte Quartal 2020. Bei denen sind die Quartale des Unternehmens nicht 1:1 mit dem Kalenderquartal. Haben aber einen Ausblick gegeben, was den Umsatz angeht, was unter den Erwartungen der Analysten war. Nämlich die Analysten hatten 4,4 Milliarden erwartet und die haben dann einen Ausblick gegeben von 3,9. Das hat den Investoren gar nicht geschmeckt. Die Aktie ist um 18% gefallen, ist ein bisschen seitwärts gelaufen, hat nochmal 3% tieferes Tief gemacht und danach, gib ihm, ging es nach oben. Jetzt, das fand ich besonders interessant, hat das Unternehmen angegeben, das ist die Erwartung, das ist beim Gewinn, beim Revenue, also beim Umsatz, erwartet das Unternehmen, ach, ich glaube, ich guck mal nach. Genau, die erwarten nämlich, 3,85 bis 4,4 Milliarden und die Analysten hatten erwartet 3,8. Denn das Unternehmen geht nämlich davon aus, dass gerade bei den Datacentern, bei denen die Umsätze so stark zurückgegangen sind, dass sie jetzt aufgrund des Ende der Pandemie in den USA, dass diese Einnahmen wieder steigen könnten, auch wenn die Umsatzzuwächse in den anderen Segmenten nicht ganz so stark sind. Und deswegen Umsatz sogar über den Erwartungen und deswegen gibt es jetzt zwei Möglichkeiten für Investoren. Investoren sagen entweder, okay, ich warte die Quartalszahlen ab und dann weiß ich, was zur Marge gesagt wird. Und dann habe ich auch die Möglichkeit zu agieren. Oder man sagt, okay, als Investor, ich weiß, was gerade das Entscheidende ist. Und deswegen ist es für mich sogar eine Möglichkeit, eine erste Position aufzumachen. Jetzt lasst mich euch einmal den Chart zeigen. Und zwar folgendes. Also
Das muss man auch wissen. Also macht mir da keine Fehler. Die Aktie ist ja in den letzten 3 Monaten um 40% gestiegen. Also das ist jetzt keine Aktie, die am Boden liegt. Und die hat über 100% gemacht seit September. Nichtsdestotrotz ist es ja Folgendes gelungen auf der einen Seite. Wir haben hier eine übergeordnete Widerstandszone auf Wochenschlusskursbasis rausgenommen. Und wenn ihr euch das mal anguckt, was mit der 200-Wochen-Linie ist, hier ist die Unterstützung, hier wird damit gekämpft. Und hier, was ist eigentlich los? Hier wird damit gekämpft und jetzt ist es potenzielle Unterstützung mit der 20-Wochen-Linie. Zweifelsohne, das ist erst im Bereich von 61 US-Dollar. Das bedeutet, dafür müsste die Aktie 10% Pullback machen, um an diese sehr starke Unterstützung zurückzukommen. Jetzt sagt ihr aber, der hat doch das hier rausgenommen. Wie sollte der da runterfallen? Es ist nicht unüblich, wenn es so um so massive übergeordnete Widerstände geht, ne, dass du mal so kurz drüber gehst und dann fällt es mal ein bisschen drunter, aber im Grunde genommen hat das geschafft und dann läuft er weiter. So, falls die Aktie das machen sollte, finde ich 60 Dollar eine extrem starke Unterstützung. So, muss die Aktie nicht machen. Wisst ihr, was gerade passiert ist? Aus irgendeinem Grund springt er nach jedem Klick um und deswegen komme ich gerade nicht weiter. Das ist das eine. Das heißt, wir haben hier womöglich eine große Doppelbodenformation. Eins müsst ihr aber auch wissen, auch da muss man sich darüber im Klaren sein. Ich finde, dass die Aktie im Bereich von 80 Dollar auch technisch gesprochen durchaus eine stärkere Widerstandszone hat. Vielleicht sogar ein bisschen tiefer im Bereich von 76, das ist die 61er Fibo-Marke. Und deswegen ist es sogar möglich, dass die Aktie zunächst einmal in einer Range sich aufhalten könnte zwischen 60 und 80, also das Aufwärtspotenzial von in etwa 15-20% übergeordnet. Wenn wir uns anschauen, was aktuell passiert, was auf dem Chipsektor passiert, was ich euch erklärt habe, hat dieses Unternehmen, so wie sie positioniert sind, so wie sie platziert sind, hat das Unternehmen aus meiner Sicht übergeordnet das Potenzial, langfristig gesprochen, in Richtung 100 zu steigen. Und deswegen Unterstützung kurzfristig und der nächste Widerstand ist im Bereich von 80. Darüber hat der Markt aus meiner Sicht übergeordnetes Potenzial in Richtung 100. Es würde mich also nicht wundern, wenn wir auch noch nach etwa 10, 15, 20% Bewegung in eine übergeordnete Seitwärtsphase gehen könnten. Und deswegen besteht auch durchaus die Möglichkeit, zum Beispiel eine Position zu Hälfte. So, hoffe, dass die Ausgabe für euch interessant gewesen ist, hilfreich gewesen ist und dass ihr verstanden habt, dass es nicht immer so ist, Umsatz steigt nicht, dann ist es nicht, sondern dass man so ein bisschen tiefer gehen muss, um dann auch ein Unternehmen klarer und sehr sauber analysieren und bewerten zu können. In diesem Sinne, wenn euch das gefallen hat, da unten könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren. Man hat mir geschrieben, ich muss häufiger sagen, Kanal abonnieren. Mich nervt es aber immer, wenn man mir sagt, ich soll einen Kanal abonnieren. Ich will das nicht. Deswegen sage ich das auch nicht so viel. Ihr dürft es trotzdem. In diesem Sinne, macht's gut.